herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es zum Auswärtsspiel nach Mainz. Ja, Mainz haben wir gute Erinnerungen. Ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her. Da gab es aus Mainz auch ein Vlog 4-1 gewonnen damals. Chris Führig, überragender Mann gewesen. Gerne heute wieder. Ich bin gespannt. Wir könnten heute mit 9 Punkten reinstarten in die Saison. Nach 4 Spielen. Ich wüsste nicht, wann wir das letzte Mal so gut reingestartet sind. Und wir können uns heute eine richtig, richtig gute Ausgangssituation holen. Vor allem, weil wir das nächste Heimspiel dann gegen Darmstadt haben. Ja, ich will gar nicht so viel reden. Wenn euch die Videos gefallen, lasst gerne ein Abo, Like und Kommentar da. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Maxi, was sagst du heute? Ja, also nachdem wir lange Zeit eine Durststrecke in Mainz hatten, 2005 bis 2020, keinen Sieg auswärts geholt, waren die letzten 3-4 Spiele jetzt echt gut. Und ich denke, dass wir den Trend fortsetzen können. Heute ein 3-1 oder ein 3-0 sogar, falls der Müll. Wer macht die Tore? Also eins von Girassi safe. Schätzungsweise noch eins von Führig. Und wir hatten vorher vielleicht noch Waldi Anton mit einem Distanzschuss, genau. Sagst du? Okay. Schau mal, Freunde, wen ich noch getroffen habe. Nito, check ihn auch gerne aus, ich werde ihn verlinken. Nito, was sagst du? Wie geht's heute aus? Ja, echt sehr, sehr schwierig. Also Mainz nicht gut in die Saison gestartet. Bisher ist ein Punkt, steht auf Tabellenplatz 17, glaube ich sogar. Will ich gar nicht dran denken. Also saisonübergreifend aber auch schon lange keinen Sieg geholt. Gegen Stuttgart auch keine gute Statistik. Das spricht eigentlich alles gegen uns, aber heute ist geiles Wetter. Die Fans sind da, ich war eben schon drin, das ist Bombenstimmung, aber auf beiden Seiten. Oh, ich tippe mal 2-2. Viele Tore, Punkteteilung, das ist es. Also ich will eigentlich einen Sieg, aber 2-2 könnte ich mich auch darauf einigen. Okay, 2-2 nehmen wir mit. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Danke dir. So, das Spiel geht jetzt gleich los. Ich gehe heute mit einem knackigen 4-1. Girassi, Miodrich, Anton mit einem Distanztor. Oh ja, ich freue mich. Endlich wieder in Mainz. Letztes Mal war richtig geil, diesmal auch wieder. Also wir haben auf jeden Fall nicht ganz so geile Plätze wie letzte Saison. Aber ich finde sie trotzdem richtig gut. Letztes Mal saßen wir hier unten, diesmal hier im Gästeblock ein bisschen eher. Will ich trotzdem gut. Also ich verstehe das halt in Mainz nicht, ne? Immer you'll never walk alone. Wir haben halt damit gar nichts zu tun. Also wirklich nicht. Die Sonne scheint übrigens direkt auf uns. Und das wird wieder richtig unangenehm hinten raus. Ändert aber halt nichts dran, dass es eine geile Hymne ist, ne? Also ich glaube, stimmungstechnisch wird das heute ein Heimspiel. Hier überall VfB-Fans, hier sowieso Gästeblock. Kannst bis darüber rauf. Der wäre gefährlich gekommen, glaube ich. Der geht für Mainz. Hier unten gibt es gerade Diskussion. Komm, aufpassen. Jawohl. Ui! Aufpassen, ne? Ekelhaft. Oh nein. Jawohl! Ey, die Fans sind wieder so da, ne? Jetzt ein richtig schlechtes Fußballspiel. Ich glaube, auf
beiden Seiten fast gar keine Torchancen. Komm, zweite Halbzeit muss besser werden. Auf geht's. Aber Mainz steht halt auch tief. Glauben, wir schwaben zwei, steht auf. Wir schwaben zwei. Ah, schade. Komm, Chris. Probier's. Ah, schade. Schade, wenigstens mal probieren. Alter, wie geil, komm. Warum so in den Rücken? Warum so in den Rücken, Mann? Komm, Junge, geh ab! Ah, ist zu langsam, leider. Ja, zieh das gleich. Boah, wohin? Da ist niemand! Bro! Alter! Unsere Liebe, Freunde!
ist da heute schon wieder passiert, ey. Guirassy, 3 Tore, jetzt bei 8 Saisontoren. VfB schon wieder gewonnen. Ich kann das alles nicht so fassen. Das ist wirklich gerade ein Traum, VfB-Fan zu sein. Natürlich, erste Halbzeit war nicht gut. Wir sind nicht so zu Chancen gekommen, haben auf der anderen Seite aber auch wenig Chancen zugelassen. Und es war einfach ein schlechtes Fußballspiel. Zweite Halbzeit war deutlich besser. Und darauf können wir auf jeden Fall aufbauen. Natürlich haben wir gerade auch das nötige Quäntchen Glück. Aber wir erarbeiten uns auch das Glück. Und ich finde, dass wir heute auf jeden Fall verdient gewonnen haben. Ey, die Stimmung, ich kann es nicht fassen. Ne? Also, es läuft gerade einfach alles perfekt und ich könnte glücklicher nicht sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Abo da. Ich würde mich außerdem freuen, wenn ihr bei mir auf Twitch vorbeischauen würdet. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ja, danke fürs Anschauen. Bis zum Ende vom Video, bis zum nächsten Vlog. Dann am Freitag gegen Darmstadt. Ciao.